Sieht erstmal, und was? Die UB sieht sehr einfach aus. Okay, jetzt weiß ich aber, dass es halt hier links ist. Oh mein Gott, Leute, ich habe die beste UB, die es gibt, Leute. Das ist die Troll-UB. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einer Montags-Monday. Nee, Montag ist Monday. Zu einer Montags-UB, Leute. So sieht's aus. Wir machen heute ein neues Spiel, probieren eine neue UB aus und mal gespannt und bin mega gespannt, wie die UB ist. Und zuallererst schauen wir uns hier mal seitlich an. Leute, schaut euch mal an. Hier wird dann auf jeden Fall meine Trophäe stehen. Das werde ich dann sein. Oder meine Statue, nicht Trophäe. Das wird meine Trophäe sein. Mich als Statue. Dürft euch ja vorstellen, wie ich gerade springe. In dieser UB. Und das wird meine Belohnung sein, Leute. Ich komme dahin und werde zur großartigen Statue, zu einer Legende der Legenden. Und keiner wird mich daran aufhalten, eine Legende zu werden. Aber zuerst muss ich hier durchlaufen. Viel Glück, danke. Gewinne. Oh, okay. Stage 2. Und ich muss sagen, das Gute schon mal hier ist... Ah, ich muss natürlich alle beiden falsch nehmen. So, ich muss ja schnell durchlaufen. Das sind auch die Checkpoints, Leute. Wir sind hier sicher, okay. Vergiss nicht, auf die Kontrollpunkte zu treten. Aha. Okay, ja gut. Man sieht hier, die UB sieht sehr einfach aus. Sieht erstmal, und was? Die UB sieht sehr einfach aus. Das hat mich jetzt ziemlich überrascht, Leute. Aber ich muss ehrlich sagen, irgendwie ist sie auch ein bisschen cool. Also... Nein, ich wollte noch, okay, jetzt weiß ich aber, dass es halt hier links ist. Moment. Oh mein Gott, Leute, ich habe die beste UB, die es gibt, Leute, das ist die Troll-UB. Und man wird die ganze Zeit hier getrollt und das heißt, es ist nicht so, wie es aussieht, Leute. Ah, man muss genau hier drauf springen, okay, wie cool ist das? Ah, okay, jetzt verstehe ich auch, warum man hier eine Legende wird. Ah, okay. Krass. Leute, das ist eine Welt... Neuheit. Was passiert hier? Ihr seht gerade, ich bin einfach nur extrem sprachlos. Weil ich nicht weiß, was hier gerade passiert. Spring nicht. Okay, Leute, ihr müsst immer was anderes machen. Okay, das ist richtig nice. Ihr seht, man denkt hier, es ist, man muss nur geradeaus gehen. Aber nein, man muss nicht nur geradeaus gehen. Hier sind so wirklich coole Sachen. Vielleicht kann ich drüber springen. Nein, kann ich nicht. Shift-Lock. Kann ich nicht machen. Okay, man muss hier immer ständig was machen. Hier steht auch tricky. Ja, es ist sehr tricky. Mann. Man muss da wirklich selber mal gucken, was kann man hier machen. Ich weiß es nicht. Bühne überspringen. Soll man die überspringen, Leute? Ich habe hier gerade gar keine Ahnung. Vor allem... Muss ich irgendwas draufdrücken? Das kann es doch nicht sein, oder? Ich bin jetzt bei Stufe 14. Bühne überspringen. Was? 29? Oh Mann. Shop, was kann ich hier denn kaufen? Shop. Naja, bringt nichts. Einstellungen. Ja, okay. Nein. Vor allem irgendwas hat doch... Ich hab's fast geschafft. Aha, okay. Oh, Leute, ich hasse das aber. Ich hasse das so zu spielen. Mit diesem ständig... fast runterfallen. Leute, UBs sind schon schwer genug, aber wenn man dann unsichtbare Hindernisse hat und man nicht weiß, wie man dran vorbeikommt, man muss hier wirklich, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was nicht für Anfänger oder für Ungeduldige ist. Es ist eher was für Rätselliebhaber, die Rätsel lösen oder auch geduldig sind. Für die ist es das Spiel, weil, Leute, schaut euch doch einfach mal hier an, das sind so... Ah, Mann!
Also wirklich, ich mag das gar nicht, mit Shift-Lock hier so seitlich irgendwie herzusneaken oder irgendwie sowas, weil das ist einfach nur pures Chaos. Ja, okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Es gibt die Stage. Ich bin überspringen. Ja, ja, ja. So. Ah, okay, gut. Okay, hier sehe ich wenigstens, was ich falsch mache. Yes! Hahaha! So, Shift-Lock und... Ich komme jetzt bestimmt mit Shift... Nicht bitte noch... Bitte nicht noch sowas mit Shift-Lock. Was ja eigentlich nicht schlimm ist. Nein, habt ihr das gesehen, Leute? Yes, okay. Sehr gut. Nein, bitte nicht schon wieder. Bitte nicht schon wieder hier. Leute, das macht doch keinen Spaß mehr hier. Also, ich verstehe das ja, ich verstehe das ja schon. Das kann doch nicht sein. Ich meine, wer stellt denn einfach so einen unsichtbaren Block da auf? Leute, ich muss wirklich sagen, eine Wut. Da, ja, ja, ja. Ich bin Stufe 17 und bin hier wirklich am Verzweifeln mit dieser Ebene. Mit diesem Shift-Lock funktioniert das einfach nicht. Das regt mich einfach auf. Weil, wie soll ich denn bitte hier schön jetzt da vorbeikommen, wenn ich nicht sehe, was das Problem ist? Wie komme ich da jetzt einfach rum? So, nee, Leute, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Also ich meine, hier sieht man ja... Oh, jetzt ging's. Was? Nein! Schon wieder. Och, Mann. Och, Mann. Wieso passiert mir das denn die ganze Zeit? Hätte es auch nicht ein bisschen, Okay, man muss hier anscheinend ganz langsam mit Geduld... So. Und jetzt? Ja, jetzt hänge ich da und weiß nicht, was ich machen soll. So, okay. Man muss hier wirklich nochmal nachschauen. Man kann hier auf jeden Fall nicht sehen, was hier gerade passiert. Man sieht nicht, was das Problem ist. Man weiß nicht, wo man hier herlaufen soll. Und ganz ehrlich, genau so eine Ebene, die zwingt ja einen schon so sehr in die Knie, dass man sagt, okay, ich muss mir halt kaufen, wie man, um die Stage zu überspringen. Da war jemand, Hilfe. Oder habt ihr das schon mal gespielt? Wenn ja, dann unbedingt in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, Donny, wir wissen, wie man die unsichtbare Wand bezwingt, umgeht, dann immer her damit. Weil ich habe hier wirklich gerade gar keine Ahnung. Mir fällt nicht ein, was ich hier machen soll. Und ich arbeite mit Shift-Lock. Versuche hier irgendwie so... Ah, nein, wieso muss das denn sein? Ich glaube wirklich, ganz ehrlich, ich komme hier nicht mehr drum herum und muss mir einfach... Ich muss einfach diese Bühne hier überspringen. Nochmal. Nein, wisst ihr was? Ich vertraue auf euch, Leute. Ich vertraue auf euch. Wenn ihr sagt, Donny, hör auf, die 29 Bucks aus dem Fenster rauszuwerfen, denn wir wissen, wie es geht, dann schreibt es in die Kommentare und helft mir. Stufe 17. Ich will einfach eine Statue von mir haben in dieser Obi. Ich will einfach eine Statue von mir haben. Wahrscheinlich eher nur so, wie ich runterfalle. Nein. Ja, ich bin jetzt ziemlich verzweifelt gerade. Weiß leider nicht, wie ich diese Ebene hier schaffen kann. Und das ist erstmal Stufe 17. Ich weiß nicht, wie viele. Es gibt wahrscheinlich wieder 1.237.586 Stufen, die dann ab Stufe 20 nur noch unschaffbar sind. Keine Ahnung. Ja, wenn ihr es wisst, Leute, gerne in die Kommentare. Und ganz ehrlich, ich hoffe, ihr habt Tipps. Und ich weiß, ihr habt Tipps für mich auf jeden Fall. Und deshalb freue ich mich schon aufs nächste Video, wenn ich das Spiel wieder spiele. Und bis dahin, bis dann, Leute. Ciao.